Die Landtagswahlen am 1. September rücken immer näher und die Parteien begeben sich auf Wahlkampftour, so wie auch die derzeitige Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Petra Köpping. Sie ist Spitzenkandidatin der SPD und macht eine Marktplatztour durch den Freistaat. Dabei will sie auch die ländlichen Regionen im Auge behalten. Erstaunlicherweise kommen zu mir viele Menschen, die sagen, sie machen sich große Sorgen. Sorgen darum, dass es keine stabile Regierung gibt, dass wir nicht solide regieren können. Man hat das so ein bisschen in Thüringen gesehen, was es bedeutet, wenn man keine Mehrheiten hat. Das ist ja eine Minderheitsregierung, dass man eben ganz viele Dinge nicht beschließen kann, dass man so einen großen Kompromiss braucht, dass am Ende der Wille von Parteien, die gewählt wurden, sie nicht zum Ausdruck kommt. Und das ist bei mir oft die größte Sorge der Menschen, die zu uns kommen. Hatte heute auch Menschen mit Behinderung oder die Erwerbsunfähigkeitsrenten bekommen, die sich einfach bedankt haben für das, was unterstützt wird. Das haben wir auch. Und natürlich habe ich auch diejenigen, die schimpfen. Also ich nehme noch mal das Beispiel Corona. Warum sind geimpft worden und die Impfprotokolle und so weiter und so fort. Wo ich sage, dann lasst uns doch mal reden, was da drin steht, um das ordentlich aufzuarbeiten. Aber da besteht meistens kein Interesse. Sonst wird einfach nur geschimpft und dann geht man wieder. Sowohl Leipziger SPD-Mitglieder waren vor Ort, als auch der Bürgermeister von Markkleeberg, Carsten Schütze, ebenso ein Sozialdemokrat. Für ihn ein Termin, den er eher als Privatperson besucht, aber auch mal entspannt mit den Bürgern seiner Stadt ins Gespräch kommt. Der Stand heute war öffentlich nicht angekündigt. Also für die Bürger, die hier vorbeikommen, ist es ein spontaner Termin. Und da muss ich sagen, eine sehr angenehme Stimmung. Also es hat mich jetzt wirklich positiv gestimmt, wie nett, wie freundlich so die Atmosphäre ist. Und es kamen spontan Menschen auf Frau Köpping zu und haben sich bei ihr bedankt. Also ja, das war sehr gut als spontaner Termin. In den nächsten Tagen macht die Marktplatz-Wahlkampftour noch Halt in Pirna und am Freitag dann in Bischofswerda. Wie sehr die Stände dann bei der Wahl geholfen haben, kann man am 1. September sehen.